Hallo und herzlich willkommen zurück zum zweiten Bewertungsvideo von Imladris. Und wir machen weiter mit dem Elrond Heer über Vilja. Oder Vilja, oder wie man es aussprechen mag. Die Ringkarte des Decks, von der Gamefan halt meint, dass die vollkommen eskaliert ist. Ja. Also, wir haben es hier mit einem Stufe 10 Monster zu tun, was irgendwie klar war, nachdem Elrond Herr von Bruchtal ja schon Stufe 9 Monster war. Ne? Es hat 4000 Angriffspunkte, 3200 Verteidigungspunkte. Also, die Werte sind ja schon hoch, ordentlich. Auch für ein Ringmonster, aber jetzt nicht so übertrieben. So, natürlich kann die Karte nur mit Elrond Herr vom Bruchtal und der eine Ring beschworen werden und nicht anders. Kontrolle und Beschwörung, also Kontrolle kann auch nicht wechseln, die Beschwörung nicht annulliert werden, wie man es halt bei den Ringkarten so kennt. Ist aber natürlich auch weiterhin eine Imladris-Karte, sollte man nicht vergessen. Und wenn die Karte synchro beschworen wird, gib alle Karten deines Gegners auf seine Hand zurück. Ja, muss man dazu was sagen? Ja, muss man. Denn dein Gegner kann keine Karten oder Effekte als Reaktion auf die Aktivierung dieses Effektes aktivieren. Ja, klasse. Nein, jetzt muss man nichts mehr dazu sagen. Allein einfach so das Board zu crushen. Das hat bei anderen Monstern schon dafür gesorgt, dass die gebannt wurden. Ne? Falls dein Gegner einen Karteneffekt oder eine Karte aktiviert oder ein oder mehrere Monster beschwört, Schnelleffekt. Du kannst eine Wissenszählmarke von deinem Spielfeld entfernen und die Aktivierung oder Beschwörung annullieren und die Karten verbannen. Yay! Klasse. Ich meine, einfach mal den gesamten Handlungsspielraum des Gegners komplett wegmachen. Allerdings, du kannst für den Rest dieses Spielzugs keine Wissenszählmarken mehr legen. Was den Effekt schon mal ein wenig nicht ganz so broken macht. Trotzdem, ja. Während jeder Endphase, du kannst eine Wissenszählmarke von deinem Spielfeld entfernen, dann wähle bis zu zwei Karten, die dein Gegner kontrolliert und mische sie ins Deck zurück. Ja, klasse. Okay, Elrond selbst besitzt jetzt keine richtigen Schutzeffekte, aber bei den Effekten, die er da hat, muss man, ich glaube, da braucht er auch keine wirklichen Schutzeffekte mehr. Ja gut, natürlich kann man nur ein Elrond-Monster kontrollieren, aber jetzt mal ernsthaft. Ja, Herr über Vilja ist eine verdammt mächtige Karte. Vielleicht doch nicht so die mächtigste Ringkarte, wie Gamefan sich das vorstellt. Aber ja, Elrond Herr über Vilja ist verdammt mächtig und sollte man auf gar keinen Fall unterschätzen. Aber machen wir weiter mit Elronds Rat. Eine permanente Zauberkarte. Ich wollte gerade Zauberfallenkarte sagen. Was zum... Naja. Warum Elronds Rat allerdings permanent ist, keine Ahnung. Also, ich kann mich nicht erinnern, dass die ganze Zeit darum gesessen haben. Naja. Ebenfalls eine Imladris-Karte. Und falls die Karte aktiviert wird, kann man eine Imladris-Karte von der Hand außer Elronds Rat oder ein Monster vom Typ Elb
von deinem Deck hinzufügen. Was zum... Das ist... Also, soweit ich das verstehe, kann man eine Imlatrist-Karte, die weder Elronds Rat ist, noch ein Elbenmonster ist, der Hand hinzufügen. Ich kann mich aber auch irren, weil das Deutsch hier gerade verdammt schlecht ist. Keine Ahnung. Naja. Du kannst für den Rest des Spielzugs keine Monster als Spezialbeschwörung beschwören, außer Monster vom Typ Elb und Dunedain Monster. Okay. Das. Ja, geht trotzdem. Falls diese Karte als Ziel von einem Karteneffekt gewählt wird, du kannst eine Wissenszählmarke von dieser Karte entfernen und den Effekt annullieren. Okay, das ist ein verdammt schlechter Effekt, weil die Zählmarke muss ja auf Elronds Rat liegen. Also, Naja, einmal pro Spielzug, du kannst eine Wissenszählmarke von deinem Spielfeld entfernen. Dann füge deiner Hand eine Imlatrist-Karte von deinem Deck oder Friedhof hinzu, außer Elronds Rat. Oh, das ist nett. Also, ja, ist eine ganz nette Supporter-Karte, aber ich glaube, Imlatrist braucht die nicht unbedingt. Was auch ein bisschen schade ist, aber naja. Erestor. Ein Elbempfänger der Stufe 2. Okay. Erestor kennen wahrscheinlich die meisten von euch nicht. Er war der Bibliothekar von Imlatrist. Ja, er war eine Bibliothek. Jedenfalls, Erestor ist quasi der, ja, so der weiseste Elb in Imlatrist, kann man sagen. Wobei, vielleicht nicht der weiseste, eher der intelligenteste und der mit dem größten Wissen. Weil, Bibliothekar halt, ne? Aber natürlich auch eine Imlatrist-Karte, 1200 ATK, 700 Verteidigung. Die Kontrolle über ihn kann nicht wechseln. Und die Karte wird immer als 2 Empfängermonster der Stufe 1 behandelt. Okay. Ich frage mich jetzt, was passiert, wenn man ihn nur für eine Synchro braucht. Kann man dann halt das zweite Empfängermonster quasi unter den Tisch fallen lassen oder was ist? Naja. Diese Karte kann nicht als Synchromaterial verwendet werden, außer für Imlatrist Synchromonster. Und ein Synchromonster, das diese Karte als Synchromaterial genutzt hat, kann einmal pro Spielzug weder durch Kampf noch durch Karteneffekte zerstört, verbannt oder ins Deck gemischt werden oder auf die Hand zurückgegeben werden. Also enorm stark. Ja, bei Elrond, Herr vom Bruchtal, da hatten wir ja genau das. Beziehungsweise Erestor ist genau für Elrond, Herr von Bruchtal, gemacht worden. Also das sieht man ganz klar. Weil Elrond halt 2 Imlatris-Empfängermonster natürlich der Stufe 1 benötigt. Weil die einzigen Imlatrist-Nicht-Empfänger-Monster, die stark genug sind, sind halt Stufe 7 Monster. Und daher, Erestor ist die Wahl, die man halt für Elrond, Herr vom Bruchtal, hat. Und dieser Schutzeffekt ist, ja. Naja, falls die Karte als Synchromaterial auf dem Friedhof gelegt wird, du kannst deiner Hand eine Imlatrist-Karte von deinem Friedhof oder eine deiner verbannten Imlatrist-Karten hinzufügen. Ja, jeder Effekt kann nur einmal pro Spielzug verwendet werden und mehr kann man zu Erestor eigentlich nicht sagen. Ich denke, allein das mit Elrond sagt schon, diese Karte muss man unbedingt spielen, weil Elrond, Herr von Bruchtal, ist bereits eine der stärksten Karten in dem Deck. Der Herr über Vilja ist
Ja, nur noch krasser. Und daher, ja, spielt Erestor. Vor allem, weil es halt ansonsten sehr wenig Empfänger nur im Latris gibt. Also bisher hatten wir ja nur Bilbo. Naja, die Erneuerung des letzten Bündnisses. Eine Fallenkarte, die ebenfalls als Imladris-Karte gilt, kann nur durch Ziehen vom Deck in die Hand kommen. Und du kannst diese Karte nur aktivieren, wenn du ein Imladris-Synchromonster der Stufe 9 kontrollierst, also Elrond, Herr vom Bruchtal. Entferne 6 Zählmarken von deinem Spielfeld und zahle 2000 Lebenspunkte. Dann beschwöre der eine Ring als Spezialbeschwörung von deinem Extra-Deck. Dein Gegner erhält für den Rest des Spielzugs keinen Schaden. Du kannst Erneuerung des letzten Bündnisses noch einmal pro Duell aktivieren. Ja. Die Ringkarte. Was soll man dazu sagen? Dass 6 Zählmarken plus 2000 Lebenspunkte wirklich verdammt teuer ist. Und auch dadurch, nein. Elrond, der Herr von Vilja, ist doch nicht so OP, weil 6 Zählmarken. Bisher hatten wir noch nicht so ein. Hatten wir noch keine Karte, die wirklich konstant relativ viele Zählmarken droppt. Also das fehlt noch. Aber wir werden ja sehen, wie es weitergeht. Mit der Gastfreundschaft von Bruchtal. Nettes Bildchen. Eine Imladris-Zauberkarte und falls sie aktiviert wird, setzt man sie in die Pendelzone. Sie wird, solange sie in der Pendelzone ist, als Pendelmonster behandelt. Okay. Mein Gott. Dann bestimmt man, ob der Pendelbereich 1 oder 8 sein soll. Und der Pendelbereich dieser Karte wird zur bestimmten Zahl. Der Pendeleffekt dieser Karte ist. Du kannst keine Monster als Pendelbeschwörung beschwören, außer im Latriz-Monster, was nicht annulliert werden kann. Kennen wir ja schon. Also aus anderen Decks. Und einmal pro Spielzug kann man eine Wissenszielmarke entfernen. Und falls man das tut, kann man ein Imladris-Monster von der Hand oder dem Deck spezial beschwören. Okay, also der Effekt ist es mal gar nicht wert, wenn man das so bei anderen sieht. Also bei anderen Imladris-Karten, die können das genauso und deutlich besser meistens. Aber Pendeln kann schon mal ganz gut sein. Von daher, ja, wer es mag, kann es benutzen. So, Gildor, der Späher von Imladris. Okay, der Typ sieht nicht gerade aus wie ein Späher. Naja, ein Zwillingsmonster? Okay. Ich wundere mich halt nur, weil wir hatten ja schon die Zwillinge, ne? Elro hier und wie hießen die noch? Ja. Eladan und Elro hier, so hießen sie. Oh Gott. Naja. Ein Stufe 7 Zwillingsmonster mit 2600 ATK und 1750 Verteidigung. Netter Speer. Sie wird als normales Monster behandelt, solange sie offen auf dem Spielfeld oder im Friedhof liegt. Und solange die. Ach so, okay. Ne, wenn man sie tributiert. Kann man ein Imladris-Synchromonster oder Dúnedain-Exis-Monster als Spezialbeschwörung vom Extra-Deck beschwören? Muss man sie dreimal dafür tributieren? Also ein Tribut, um sie zu beschwören, ein Tribut, um den Effekt zu triggern, dass man ihn Tributen kann, um damit ein Imladris-Synchromonster oder Dúnedain-Exis-Monster zu bekommen, oder wird. Keine Ahnung. Echt nicht. Ja, aber dieser
Beschwörungseffekt kann nur einmal pro Spielzug verwendet werden und ja, ich finde den nicht gerade besonders gut. Schade. Glorfindel! Yay! Ebenfalls ein Stufe 9 Monster mit 3500 ATK und 3000 Verteidigung. Also, Herr Elrond ist er nicht gerade sehr weit hinterher. Aber okay, er war auch der, ja, quasi der Stratege von Imladris und derjenige, der gegen den Hexenkönig gekämpft hat, also als Arnor dann vernichtet war, um den Hexenkönig wieder zurückzudrängen. Und von ihm auch stammt auch die Prophezeiung, dass keines lebenden Mannes Hand den Hexenkönig vernichten könne. Übrigens, soweit ich mich erinnere, hat auch hier Eowyn den Hexenkönig nicht vernichtet. Der Hexenkönig wurde, wie die anderen Nazgul, erst wirklich mit der Vernichtung des einen Rings vernichtet. Also hätte Sauron überlebt und gewonnen, hätte er den Hexenkönig wieder zurückholen können mit seiner Macht. Ob er es getan hätte, ist eine andere Sache, aber die Möglichkeit hätte bestanden. Naja, Glorfindel braucht ebenfalls zwei Imladris-Empfängermonster, Erestor lässt grüßen und ein Imladris-Nicht-Empfängermonster und wird natürlich als Imladris-Karte behandelt. Na so, er muss zuerst synchro beschworen werden, die Beschwörung kann nicht annulliert werden und die Kontrolle kann nicht wechseln. Und wenn die Karte synchro beschworen wird, kann man eine offene Karte wählen, die man kontrolliert und drei Wissenszählmarken auf sie legen. Okay. Und falls sie angreift, kann der Gegner bis nach der Schadensberechnung keine Zauber- oder Feinkarten oder Zauber- und Feinkarteneffekte aktivieren. Was ebenfalls richtig geil ist, weil sichere Angriffe. Ich meine, gut, es gibt noch die Sache mit den Monstereffekten, aber da sollte man eigentlich schon mit klarkommen. Vor allem, wenn man halt so solche Schutzeffekte schon hat. Sie macht durchschlagend Kampfschaden. Geil. Und falls die Karte deinem Gegner Kampfschaden zufügt, wählt man ein Monster, das er kontrolliert und eine Zauber- oder Feinkarte, die er kontrolliert und mischt beide ins Deck zurück. Danach fügt man dem Gegner Schaden in Höhe der Stufe oder des Rangs des Monsters mal 900 zu. Okay, das mit dem kleinen Burn Damage, das mag nicht viel sein. Ich meine, ja, so richtig weh tut's eigentlich erst, wenn man mit Glorfindel in Stufe, ja, Stufe 8, 9 oder 10 Monster zerstört. Aber wie oft wird man dafür wohl die Gelegenheit haben? Trotzdem, Kleinvieh macht ja bekanntlich auch Mist, ne? Und alles, was den Gegner schneller in die Knie zwingt, ist eigentlich recht. Von daher, netter Effekt. Aber der Hauptfokus ist echt, die zwei Karten zurück ins Deck zu mischen. Und ja, das ist ebenfalls enorm mächtig. Dein Gegner kann keine Karten oder Effekte als Reaktion auf die Aktivierung dieses Effektes aktivieren. Okay. Und einmal pro Spielzug kann man zwei Wissenszählmarken vom Spielfeld entfernen. Und dann einmal Glorfindels Windreiter beschwören. Wird natürlich als Synchro-Beschwörung behandelt. Und die Effekte des Monsters werden annulliert. Und es wird bis zur Endphase annulliert. Und es wird verbannt, wenn es das Spielfeld verlässt. Außerdem kann dieser Glorfindel kann diese Glorfindels Windreiter dann nicht in dem Zug direkt angreifen. Aber okay, jetzt wollen wir mal sehen, wie gut sind denn Glorfindels Windreiter?
Weil damit hängt ja auch dann zusammen, wie gut Glorfindel ist. So. Und Glorfindels Windreiter sind Stufe 8, 3200 ATK, 2000 Verteidigung. Benötigen normalerweise ein Imlatris-Empfängermonster und ein Imlatris-Nicht-Empfängermonster. Sind natürlich auch Imlatris-Karten. Müssen zuerst synchro beschworen werden. Und wenn die Karte synchro beschworen wird, wählt man eine Karte des Gegners, die er kontrolliert, und mischt sie ins Deck zurück. Also das würde man dann natürlich mit dem Effekt von Glorfindel nicht haben. Und falls die Karte angreift, ist es wie bei Glorfindel, dass bis nach der Schadensberechnung keine Zauber- oder Fallenkarten oder Zauber- und Fallenkarteneffekte aktiviert werden können. Und sie macht durchschlagend Kampfschaden. Okay. Und falls die Karte ein Monster des Gegners durch Kampf zerstört, mische es ins Deck zurück und lege zwei Wissenszählmarken auf eine offene Karte, die du kontrollierst. Kann nicht als Ziel vom Monstereffekt deines Gegners gewählt werden. Okay, Glorfindels Windreiter sind enorm stark. Und ja, mit denen kann man dann auch mal ein paar Wissenszählmarken ziemlich konstant regenerieren, was ich ja schon bisher, ja, habe ich ja eben gesagt, sehe ich etwas kritisch an. Aber Glorfindels Windreiter eignen sich ganz gut dafür und dadurch natürlich auch die Karte Glorfindel. Man muss die Windreiter halt nur einen Zug lang, also bis zur Endphase des eigenen Zuges quasi, überleben lassen. Was allerdings auch möglich sein sollte. Und dann, während sie angreifen, sind sie sowieso fast unzerstörbar. Außer natürlich mit höheren ATK oder so. Aber ja. Starke Karte. Grenzer von Bruchtal. Okay. Das ist aus der Herr der Ringe, die Schlacht um Mittelerde 2, Aufstieg des Hexenkönigs-Kampagne ein Bild. Und zwar, wie die Armeen des Hexenkönigs Fornost angreifen. Was halt so gar nichts mit Imlatris zu tun hat. Aber okay. Eine Schnellzauberkarte, natürlich eine Imlatris-Zauberkarte. Und mit ihr beschwört man zwei Imlatris-Grenzerspielmarken. Die sind Elb, Empfänger, Stufe 1, 0 ATK und DF als Spezialbeschwörung. Sie können allerdings nicht als Tribut verwendet werden und nicht als Material für die Beschwörung eines Monsters, außer eines Imlatris-Monsters, verwendet werden. Und während der Main-Phase, falls sich diese Karte in deinem Friedhof befindet, kann man eine andere Imlatris-Karte vom Friedhof verbannen oder eine Wissenszählmarke vom Spielfeld entfernen. Dann fügt man diese Karte der Hand vom Friedhof hinzu. Dieser Effekt ist aber einmalig pro Spielzug. Ja, damit kriegt man dann halt die Imlatris-Grenzer und damit eben nochmal mehr Empfänger, wodurch die Karte halt gut ist, weil sonst hat man nur Bilbo und Erristor und das ist zu wenig. Also spielt man sie, auch wenn sie leider ein ziemlich großes Minus ist wegen den Wissenszählmarken. Naja, aber zumindest kann man eine Imlatris-Karte verbannen vom Friedhof. Und da fällt mir dann natürlich direkt Erneuerung des letzten Bündnisses ein. Es kann eh nur einmal pro Duell aktiviert werden, hängt dann unnütze im Friedhof rum und da kann man die natürlich auch verbannen, um Grenzer von Bruchtal wiederzubekommen. Und damit kommen wir zum Hauptmann der Dúnedain, nämlich Halbarad. Er war die rechte Hand von Streicher, kann man so sagen, und ist ein Rang 7 Monster,
braucht 2 Imladris-Monster Stufe 7, 3000 ATK, 2600 Verteidigung und muss zuerst Xyz beschworen werden. Und wenn die Karte Xyz beschworen wurde, kann man eine verbannte Karte der Hand hinzufügen. Das ist natürlich nice. Vor allem auch wieder für hier, ach Gott, Grenzer von Bruchtal. Dunedain Monster, die du kontrollierst, kann nicht als Ziel von Karteneffekten deines Gegners gewählt werden, solange diese Karte Xyz-Material hat. Okay, wofür kann die Xyz-Material verballern? Einmal pro Spielzug kann man eine Karte, ein Material abhängen und dann beschwört man ein Dunedain-Monster vom Extra-Deck als Spezialbeschwörung, ist eine Xyz-Beschwörung, und hängt dann ein Monster vom Friedhof als Xyz-Material an das beschworene Monster an. Die Kontrolle über diese Karte kann nicht wechseln und während deiner Endphase kann man ein Imladris-Monster im Friedhof wählen und es an ein Dunedain-Xyz-Monster, das man kontrolliert, als Xyz-Material anhängen. Ah, okay. Der letzte Effekt ist richtig klasse, weil Halberat ist selbst ein Dunedain-Monster, ne? Und, ja, er muss ja immer mindestens ein Xyz-Material haben, weil er ansonsten Ziel von Karteneffekten werden kann. Und ja, mal wieder das elendige Thema, es gibt Karten, die nicht zielen, aber ein bisschen Schutz sollte man Halberat schon geben, wenn man die Möglichkeit hat. Von daher, gut ausbalancierte Karte kann man bestimmt nutzen. So, die heilenden Hallen von Bruchtal, die eine böse Falle sind. Okay. Ist auf jeden Fall eine permanente Fallenkarte und werden als Imladris-Karte behandelt, klar. Falls die Karte aktiviert wird, legt man eine Wissenszählmarke auf diese Karte. Und falls die Karte als Ziel von einem Karteneffekt gewählt wird, kann man diese Wissenszählmarke von der Karte entfernen und den Effekt annullieren. Falls ein oder mehrere Imladris-Karten, die man kontrolliert, zerstört werden würden, kann man stattdessen für jede Imladris-Karte eine Wissenszählmarke vom Spielfeld entfernen. Okay. Während der Main-Phase kann man diese Karte vom Deck vom Friedhof verbannen und dann eine Imladris-Zauber- oder Fangkarte vom Deck der Hand hinzufügen, außer heilende Hallen vom Bruchtal. Okay, also insgesamt muss ich sagen, doch eine eher schwache Karte, weil für was die halt für Kosten hat, da bringt sie eigentlich nicht genug. Nee, mir fällt da nichts Gutes ein. Imladris Bogenschütze, ein Stufe 7 Monster mit 2400 ATK und 2200 Verteidigungspunkten. Und falls man ein Imladris Monster kontrolliert, kann man sie ohne Tribut als Normalbeschwörung beschwören. Jetzt kommen wir auch endlich mal zu den normalen Monstern. Also bisher hatten wir ja nur Bilbo und Erestor. Ja gut. Und noch Gildor, die kein Synchro oder sowas waren. Und ja, Bilbo, limitiert. Oder die sind halt alle drei limitiert. Und ja, Bilbo und Erestor möchte man eigentlich gar nicht so lange auf dem Feld haben, ne? Und Gildor, ja, da bräuchte man einen Bilbo und einen Erestor, um den zu beschwören. Schwierig. Aber mit dem Imladris-Bogenschützen ist das Ganze deutlich einfacher, ne? Naja. Wo war ich jetzt? Ah ja, falls diese Karte normal oder spezial beschworen wird, wähle eine offene Karte, die du kontrollierst und lege auf diese eine Wissenszählmarke. Okay.
Falls die Karte ein Monster des Gegners angreift, das angegriffene Monster verliert ATK und DF in Höhe seiner Stufe oder seines Ranges mal 100. Okay, das ist ganz nett, so als permanenter Effekt, auf jeden Fall. Und falls die Karte angegriffen wird, kann man die ATK und Verteidigung des angreifenden Monsters nur während der Schadensberechnung vertauschen. Ist natürlich auch nochmal was sehr Schönes, weil viele Monster, die zwar einen hohen Angriff haben, haben eine sehr schlechte Verteidigung. Und daher einwandfrei. So, ein Dunedain Xyz-Monster, das mit dieser Karte als Xyz-Material beschworen würde, erhält diesen Effekt. Die ATK und die DF dieser Karte bleiben von Karteneffekten deines Gegners unberührt. Okay. Ja, ganz nett. Aber insgesamt ist der Imlatris-Bogenschütze auf jeden Fall ein willkommenes Teil im Deck. Aber es gibt natürlich noch mehr Imlatris-Einheiten. Wie den Imlatris-Grenzer. Naja, zumindest seine Spielmarke. Ja, die wichtigsten Sachen hatten wir ja schon. Vor allem, dass er ein Empfänger ist. Aber, ja, wichtig zu wissen, finde ich zumindest. Und dann, muss ich mal gucken. Ja, dann geht es beim nächsten Mal schon mit dem Imlatris-Lanzenträger weiter. Einen Kommentar dazu erspare ich mir und warte darauf auf die nächste Folge. Also, Gruß, Zündersfan.